jedes Mal fehlt irgendeine Regel, jedes Mal fehlt irgendwas, irgendeine Information. Alter. Oh! Wildcard? Ja, verkürzt. Yo! Wir sind wieder auf der Baller League. Neuer Spieltag, fünfter Spieltag, heute gegen Hollywood United. Wir sind ein, zwei Plätze unter uns. Wir sind auf jeden Fall auch gut bestückt. Und gutes Team haben wir auch. Ja. Aber wir holen uns heute die 3 Punkte und werden die Tabelle nach oben klettern. So, jetzt gucken wir uns erstmal das Berliner Derby an. Ja, Spandau gegen Beton. Also ich halte ja da ganz klar zu Beton, weil der Hans, der soll jetzt immer seine erste Niederlage kassieren. Ja, ich sag mal so, dieser Kleefisch, der ist schon stabil. Und dieser Tsukuta Paso oder so. Ja, ganz komischer Name, aber gute Männer. Yo, Typ. Ist einfach gegen die Wand gelaufen auf einmal. Hier geht so viel ins Dribbling gleich, Mann. Okay, sorry, Trainer. Der Fresh! Das ist doch der, wo du meintest! Ja, den macht der Fresh. Einmal guter Mann. Oh, noch ein Tom, noch ein Tom. Ey, aber... Sind wir nicht für Tom Berlin? Ich bin für Tom Berlin. Tom ist wieder am Start, Schulter ist wieder geheilt. Ne? Hier einmal den Clip von vor 2 Wochen. An der Stelle, wir haben noch nie mit dir im Kader gewonnen. Deswegen heute das erste Mal. Druck ist groß. Immer diese Drecks Game Changer, ne? Die haben 1-0 geführt, auf einmal steht 2-1 Beton. Das ist crazy. Diese Drecks Game Changer, ne? Ja! Yeah! Beton, Berlin! Hans, das nicht! Spandau liegt mit 2 Toren hinten. Hans hat gar keinen Bock mehr. Oh, sorry. Das war der Gegner. Ah, wir sind hey. Hey Jungs, macht euch keine Sorgen. Ich bin da. Abi! Philipp, wie geht's? Okay. Wer möchte ein Autogramm vom Holz? Vom Meister. Ich bitte. Männer, ich habe nur eine Sache zu sagen. Also letzte Woche war sehr schön, haben die ersten 3 Punkte geholt, aber die Spiele, wir waren immer so am Zittern. Ich würde gerne einmal, dass ihr es ein bisschen entspannter angeht, mal 2, 3, 4 Dinger da reinknallt, dass wir auch mal von außen ein bisschen Ruhe haben. Ne? Ist ja wirklich so, heute ist ja so Hollywood United, die sind auch so wie wir, ähnlich in diese Season gestartet. Einmal gewonnen, einmal verloren, zweimal gewonnen, zweimal unentschieden. Das heißt, das ist so ein Spiel, wer macht den nächsten Step in der Tabelle? Es gibt, glaube ich, eine neue Regel, ich glaube, die habe ich gerade eben auch schon gesehen. Das heißt One-on-One. Da spielt der Torwart mit einem Feldspieler zusammen, 1 gegen 1. Falls ein Tor passiert, wird danach 2 gegen 2 gespielt, wird wieder ein Tor fallen, 3 gegen 3, nächstes Tor 4 gegen 4, bis man wieder im 5 gegen 5 ist oder die 3 Minuten abgelaufen sind. Habt viel Spaß, habt viel Erfolg. Ich hoffe, dass wir gewinnen, weil dann sind wir... Und glaubt mir, wir haben dieses Topspiel heute nicht umsonst bekommen, ne? Jalla! Woran ist es gescheitert? Andere waren besser. Kurz vor unserem Spiel steht der Raum zum Aufwärmen einfach komplett unter Wasser. Eine Heizung ist kaputt gegangen. Man kann sich jetzt nicht mehr aufwärmen. Keine Ahnung, was unsere Spieler jetzt machen sollen vor dem Spiel. Abi, ja, wie willst du dich jetzt aufwärmen? Ich geh jetzt mal pissen. Reicht. Und reicht. Die holen den ganzen Rasen da raus. Ich habe jetzt die Pro-Tapes bei mir. Letzte Woche der erste Sieg und dann noch gegen Las Ligas Ladies. Was war die Woche in eurem Herzen los? Aber war sehr viel los. Also ich war sehr erfreut. Mein Herz ist immer noch warm von letzter Woche. Ist die Schulter dadurch besser geheilt? Nee, tatsächlich ist es schlimmer geworden, weil ich so am Jubeln war. Und dann habe ich mal den Arm hochgerissen und musste direkt wieder operieren. Jetzt wirklich, wirklich? Nein. Hey. Ich soll mal ein paar mehr Tore knallen. Ob das dann auch der Fall ist, weiß ich nicht. Dieser Trick gerade mit der Zunge, kannst du ihn auch nochmal in meine Kamera machen? Was Grüße an meine Freunde. Alles klar. Ja, unser Spiel geht in 10 Minuten los und ihr wisst, da bereitet man sich gut vor, alle sind ready. Boah, Gegner bedient sich vor Spiel schon an Pizza, Alter. Das ist ein gutes Zeichen für uns. So, könnt ihr nämlich jetzt auch kaufen. Wahrscheinlich der erste Link in der Beschreibung oder so. Ich weiß nicht, ob es das mit Personalisierung gibt oder ohne. Ich gehe mal davon aus. Deswegen gönnt euch Holzio das Spidey-Trikot, ne? Wir haben noch kein schönes Bild zu machen. Wow.
Oder das kommt schön übers Bett, ne? Also, ihr wisst ja, wie das läuft, ne? Dennis, Prediction für heute, Prediction. Wir gewinnen, Mann. Jetzt nimm ich mein Maul hier wieder so voll, Alter, und gleich kriegen wir den Fressen. 4-1 für uns. Heute mal hoch. Heute richtig schön Sieg. Ich hab so Eierflattern. Jetzt muss ich seriös sein. Jetzt komm mal klar langsam hier, Freundchen, dann komm mal klar. Alle Augen auf Abi. Ja! Aber der kann nicht unter Druck. Erste Chance, Abi. Und wer war's natürlich? Abi. Abi! Ey! Ja! Sauber! Er ist ein junger Gott auf dem Feld, Alter. Das habe ich zuletzt bei Günther Netzer so gesehen. Bei Günther Jauch. Nicht unter Druck! Nope. Ja! Ja! Mann! Ein Tor für Max! Ja! Ja! Jetzt der Typ wie Fortnite! Egal, letzte Woche hat er uns Arsch gerettet. Der macht ja heute auch noch einen, Gubi. Hey! Feuer! Weiter! Oh! Yeah! Leute denken, ich bin bekloppt, aber bin ich auch. Ab der Hand, Alter! Wichtig ist, hey, heute sind wir effizient, heute sind wir konzentriert, heute gewinnen wir. Eins gegen eins und Torwart. Du fängst an. Danach kommt der Nick ins Spiel, dann kommt der Leo ins Spiel. Ey, keine Ahnung, was jetzt passiert. Wir kriegen wieder die komplizierte Scheiße, die gerade neu erfunden wurde. Trainer zählt. Einwurf. Torwart darf nicht angespielt werden, habe ich gerade erklärt, das bedeutet Penalty. Was? Das hat keiner gesagt! Ja! Wunder! Nass! Das kann doch nicht wahr sein, Alter! Torwart angespielt! Torwart angespielt! Torwart angespielt! Ja! Ja! Ey, wir gehen aber danach dahin und sagen, ey, das ist ein Ball zurück zum Torwart. Das kann nicht sein. Nichts gegen die Baller League, so geil hier. Aber dass die Regeln sich jedes Mal ändern, das kann nicht sein. Das kann's nicht sein, Alter. Niemand, nicht mal die Schiris wissen. Männer, diese 3 Minuten bringen uns auf keinen Fall aus dem Spiel. Wir sind die klar bessere Mannschaft, wir haben alles gehört uns hier aktuell. Wir haben 3-0 geführt, wirklich ganz sauber. Ein Abseitstor, ein so ein scheiß Dinger wieder reingekriegt. Jungs, wichtig ist, bleibt jetzt in dieser Phase. Männer, die können nicht besser spielen, glaubt es mir. Wir müssen gut verteidigen, dann gewinnen wir hier, okay Männer? Komm, komm, weiter. Nicht nachlassen, nicht! Jetzt bist du die Galaxy Man, jetzt müssen wir die Tore machen, weil danach werden wir wieder gehopst. Ander, letzten 3 Minuten, die Galaxy Minutes. Was werden wir kriegen? Eins gegen eins. Bitte schön. Ja. Wow.
Bisschen tiefer, bisschen tiefer, Leo. Ja! Ja, gut, ne? Jetzt müssen wir den anderen Weg wählen. Ich guck mir nochmal den Stream an, wo ich überall Einspruch einlegen kann, ne? Soll mal Regeln richtig erklären, bei Gott. Jedes Mal fehlt irgendeine Regel, jedes Mal fehlt irgendwas, irgendeine Information. Meine Fresse, Alter, das kann nicht wahr sein, ehrlich. Ist leider immer das alte Lied, was ich hier singen muss. Langsam packt sich auch extrem ab, weil was wir für Tore kassieren, das ist eh Jugendfußball, wirklich. Dieser Typ, der hat Angst vor seinem eigenen Schatten und ihr bolzt jedes Mal den Ball da drüber. Wir sind gebrochen, aber so können wir euch hier nicht verabschieden. Ihr wisst, was jetzt kommt. Ganz genau. Jetzt switchen wir zum nächsten Spieltag. Und da sind wir wieder mit Mario Bratte. Hey, was macht der Bratte hier? Was hast du denn da umhängt? Wildcard? Leute, ganz ehrlich, es lief die letzten Wochen nicht so gut, deswegen haben wir den Bratte eingepackt. Es lag definitiv am Torwart, 100%. Nein, Spaß, aber wir brauchen trotzdem Verstärkung, wisst ihr, weil unser Torwart ein bisschen verhindert, deswegen haben wir jetzt noch Upgrade gemacht. Ja, und hier ist auch schon wirklich das Trikot von Mario. Viele wissen nicht, sein zweiter Nachname ist Boller. Mario Celic Boller. Also das hier ist ja wirklich Käse, ne? Der Junge soll mal mehr Tore schießen hier. Was ist denn das? Boah, langsam, wir haten nur noch unser Team. Nein, Max, wenn du das siehst, ich liebe dich. Ein bisschen mehr Tore noch, damit wir noch mehr Punkte haben. Es liegt nicht nur an dir, es liegt an allen. Wir sind eine Mannschaft, es liegt vor allem auch an mir. Es liegt auch am Trainer, ich weiß nicht, wo der Trainer ist. Abi fehlt auch schon wieder. Was ist hier los? Rest in peace, Abi. Fehlt noch was. Was ist jetzt passiert? Du liebst ihn doch. Oder das ist wie wenn dich Frau betrogen hat, Alter. Der Typ ist schon wieder nicht da. Ich habe keine Ahnung, was er macht, aber... So einmal einen Seitensprung, okay, aber zweite Mal, dritte Mal. Wow. Dann jetzt eine Compilation von Avi und Holzis Best Moments! Why are you gay? Das ist die Ausstellung, die wir heute spielen. MZ1, Mario Celic wird der Nummer 1, spielt alle Positionen für uns! Keine Worte. Aber kein Druck, ne? Kein Druck. Ey, wenn wir verlieren, es liegt an dir. Kein Druck. Hey, Pelibin, wie geht's dir? Oh, scheiß Laune, ne? Wir haben alles nur verloren, heute wollen wir mal gewinnen, ne? Ich würde sagen, es liegt am Coach, ne? Kommt der Coach heute, ist die Frage? Ich hab den schon gesehen. Der ist aufgestellt. Ein Buffet bestimmt, ne? Der frisst sich wieder voll. Wie viel ist dein Outfit wert? Hier bei den Olympischen. Echtes Weißgold, 2000 Euro. Schuhe 1-2, Hose, True Religion 400. Da verstehen sich zwei. Jetzt Abi nicht mehr da, jetzt müssen wir mir ein neues suchen. Siehst du, Digga? Bro, film it. Was ist das? Weiß, Alter. Stimmt. Oh, you have muscles, man. You make bodybuilding, bro? Bodybuilding? Testosteron? Sylvester Stallone? Vielleicht ist das auch sein neuer. Oder wir sind Fußballer, bei uns ist das so. Wir gehen zusammen duschen, wir heben Seife auf und so. Jede Woche sieht der gefährlicher aus, Alter. Hey, warst du feiern am Wochenende? Ja, aber ich hab Tor geschossen. Du warst mit deinem Kollegen von mir feiern, ne? Ja, mit Leandro. Aber der war spontan halt da, ne? War jetzt nicht abgesprochen, ne? Ja. Yeah. Ich könnte was Sterner gefolgt. Ah, nee, ja, 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 jetzt haben wir es. Der war hackgedicht. Nein, ich hab ein bisschen getrunken, ganz normal, wie immer. Ich wollte einmal den Max machen, ne? Boah, guck dir nicht an. Ey, keine Sorge. Nein, komm. Der Holz ist nicht da. Abi, hast du mir was zu sagen? Scheiße, Abi, schon wieder stehen wir hier an dem Punkt. Déjà-vu. Komm, pack die Nivea-Sachen. Scheiße. Ey, ich fühle mich wirklich so, als hätte Holzi jetzt seinen Ex-Freund getroffen. Guten Tag, Herr Schiedsrichter, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Oh. Ja, mir geht es sehr schlecht, deswegen bitte heute ein bisschen für uns reisen. Welche Mannschaft? Protatus. Also habe ich keine Ahnung, wie es geht. Scheiße, umsonst eingeschleimt. Eigentlich kannst du die Schaltplatte anmachen, ne? Da kommt immer dasselbe. Dann lass was Neues einfallen.
Nee, ich hab doch noch. Heute habt ihr nochmal die Möglichkeit, ich sag mal, den Step nach oben zu machen. Dann wären wir auf 8 Punkte, was ich glaube ganz okay ist. Ich weiß nicht, ob einer von euch das Kramer-Interview gesehen hat. Er meinte, wir kommen in die Final Four. Ja. Dementsprechend könnt ihr ihm gleich zeigen, ob wir in die Final Four kommen oder nicht. Wenn wir gleich ein 1 gegen 1 schießen haben, ich will keinen mit mich belabern hören. Der Einzige, der da hängt, ist der Florian Schöpf. Okay? Ist mir scheißegal, aber ich will gar nicht hören, lass mich schießen. Du gehst ins 1 gegen 1 Spiel. Du brauchst nicht Bolzen, hab ich gesagt, der Ball muss nur aufs Tor kommen. Ich glaube, die Tore, die Leleo kassiert hat, ne, die hätten mein Sibi gehalten. Ja? Der Ball tippt ja sogar noch auf, bis der reingeht. Du musst nur das scheiß Tor treffen. Das sind keine Torhüter, die haben einfach nicht die Qualität, so einen Ball zu halten. Schieß den Ball einfach aufs Tor, so fertig. Nochmal seht es so, wie es ist. Es ist ein Spaß-Cup, wo jeder ich sag mal, die Zeit, die er spielt, genießen sollte. Aber mit dem Wissen, heute verlieren, in den Arsch. Okay, jetzt komm. Wir dachten, heute reißen sich unsere Keeper gegenseitig den Kopf ab, aber irgendwie sind die Best Friends geworden. Warum haben wir aber eigentlich zwei Keeper? Harmening Hong. Jetzt spielen wir erstmal Fußball-Tennis um einen neuen Spieler. Rundlauf. Der fliegt raus, der Leo. Das ist der Trainer, nur damit ihr wisst, das ist der Trainer. Oh, er hat gewonnen! Er hat gewonnen! Ja, sehr schön, Leo. Ja, ciao. Aus. Leo, du hast ihn rausgehauen, sauber. Oh. Leo, du hast wieder Anstoß. Top 3. Alle Hölle! Er war drinnen! Jetzt ruhig! Stopp! Ganz ruhig! Ende ist Ende! Aber Finale muss erstmal gewonnen werden. Leo ist im Finale. Was macht der? Guck mal da, wie gemacht. Ja, ist klar. Stark. Der legt den Ball hoch, damit er den rausköpfen kann. Es ist jedes Mal das Gleiche. Der spielt den so einen hohen Ball, damit er den reinköpfen kann. Wow. Bitte, bitte heute einfach 3 Punkte. Das ist doch der Schiri, bei dem ich ihn eingeschleimt habe. 3, 2, 1, let's go! Alter Schalenta! Ja! Nope! Ja, Mario! Keine Ecke, wichtig! Er ist direkt da. Ja, schon Leo! Setz dich durch, Leo! Schuss! Oh! Was meint der Mann davor? Hey! Erste Ecke für uns. Hey, der Ball kommt doch nicht mal von dem. Der Ball kommt vom Gegner. Los, Alter. Absolutely incredible. Wechsel. Perfect. Schieß. Ja! Mario! Mario! Klasse! Es ist Mario Messaggio! 1:0! Nicht zu hoch da! 14! Was geht da, Alter? Go, Alter! Weggelassen, der Mario! Komm, du ratest. Dreh dich um in die Kamera und du ratest. 3 gegen 3. Du sagst 3 gegen 3? Ich sag es schon, 3 gegen 3. Ihr werdet es jetzt sehen, Leute. Ja, das ist sehr gut. Kein Abseits jetzt. Körpermacht, genau. Richtig. Was denn? Was aber? Der Schied. Hey, das ist ein klares Foul, nichts anderes, hä? Piano! Oh, Piano. Ich weiß nicht, die Luft auflösen oder was? Das ist ein klares Foul! Ja, Junge! Erste Halbzeit, 2-0 für uns. 1-1 ist durch! Aber was sollen wir da mit dem Torwart machen? Jetzt 2-0 für uns, gleich gucken wir wieder 5-6. Ey, sei ruhig, Mann!
Wir sind ja alles Menschen. Wir müssen alle lernen aus unseren Fehlern. Letzte Woche 3-0 geführt oder 3-1 geführt. Jetzt führen wir 2-0. Wir müssen jetzt sauber verteidigen und dem Gegner immer wieder das Gefühl geben, wir müssen mit einem mehr nach vorne, wir müssen mit noch einem mehr nach vorne, dass wir dann in Ballbesitz in unsere Umschaltmomente kommen. So schießen wir unsere Tore. Wir brauchen nichts anderes. Wir müssen gut verteidigen, das entscheidet. Hey Jungs, hinten sicher, hinten 0, hinten 0. Komm, komm, komm. Eins, Anpfiff. Ja, Junge. Umschalten. Bam! Nicht echt schwer. Oh, Alter, wäre der reingegangen, Alter. Hey, bitte! Es geht wieder zum Gegner. Da muss man ihn noch mal loben! Da muss man ihn mal loben! Ein paar Sekunden später. Hey, er sieht mich da, ne? Das kann nicht sein, Alter! Hier, das schützt! Das war geisteskrank. Okay, okay, okay! Leo, Leo, Leo! Leo. Ich habe keine Lust mehr hier drauf. Jedes Mal führen wir. Jedes Mal verkacken wir. So eine Scheiße. Scheller fängt an. Scheller, du machst das. Ich bin tot, Alter. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass wir nicht führen bei den Galaxy Minutes. Das heißt, jetzt kann es ja nur gut laufen. Komm, Junge! Mit dem Kopf, 50 Sekunden noch. Wenn er trifft, ist Ende. Wenn er trifft, ist Ende. Nächsten Montag geht's oh weiter. Oh yeah, mit zwei Torhütern wieder am Start, ja? Wir dachten auch, wir sind am Weg. Heute ist es hingefallen. Siehst du mal? Ja, ich krieg vom Kopf. Der Wüste war. Sag dem Coach, was ich für Ball auf.